Seit dem 1. Juli ist ein Mecklenburger in einer Führungsposition in der christlichen Hilfsorganisation Brot für die Welt. Peter Stein saß 8 Jahre mit dem Rostocker Direktmandat für die CDU im Deutschen Bundestag. Bei der Wahl 2021 verlor er sein Mandat. Über Jahre hatte sich Stein für wirtschaftspolitische Themen aus der Region Rostock engagiert, beschäftigte sich mit der Kampfmittelbeseitigung in Nord- und Ostsee oder dem Projekt Wasserstoffhafen Rostock. Auch im Bereich Agrarökologie war Stein aktiv. Bei Brot für die Welt ist Stein jetzt sozusagen Cheflobbyist und für den politischen Dialog zuständig. Vor dem Hintergrund weltweiter Krisen eine Herausforderung. Brot für die Welt ist einer der größten Nichtregierungsorganisationen weltweit und setzt sich mit unzähligen Projekten für die Sicherung der Welternährung ein. Also zum einen bin ich natürlich Christ. Und es ist eine kirchliche Entwicklungsorganisation. Es ist eine Ehre, dort arbeiten zu dürfen. Zum Zweiten ist es natürlich ein Herzensanliegen der letzten Jahre gewesen. Insbesondere mit Afrika, aber auch Teilen Asiens und Südamerikas durfte ich mich ja beschäftigen. Und wir sehen gerade die Welternährungssituation. Wir werden wahrscheinlich 1,3, 1,4 Milliarden Menschen haben, die hungern oder mangelernährt sind. Peter Stein war in seiner Zeit als Bundestagsabgeordneter insgesamt allein 15 Mal in Tunesien. 3 Reisen davon konnten Teams von MV1 begleiten. Die letzte im Frühjahr diesen Jahres. Hier ging es um den Austausch rund um das Thema erneuerbarer Energieträger. Im Rahmen einer Konferenz unterzeichneten deutsche und tunesische Unternehmen und Institutionen ein sogenanntes Memorandum of Understanding, eine Absichtserklärung für den weiteren Ausbau der Kooperation. Peter Stein wird in seinem neuen Berufsfeld bei Brot für die Welt vorwiegend in Berlin arbeiten. Seinen Hauptwohnsitz in Mönchhagen bei Rostock möchte er aber aufrechterhalten.